Wow, wie macht man denn so ein Foto? Einfach draufdrücken? Nee, so einfach geht's nicht. Glykoltropfen, strategisch mit dem Pinzette anbringen? Nein, so schlimm ist es dann auch nicht. Aber ein paar Sachen müssen schon stimmen. Klar, das Bild muss richtig belichtet und scharf sein. Dafür gibt es inzwischen Automatiken. Aber machen die es richtig? Was verliert man dabei an Möglichkeiten? Und bekommt man überhaupt den Blick für das Motiv? Available Light ist die Königsdisziplin des Fotografierens. Die Kunst, ohne Blitz auszukommen. Das ist so ein typischer Blitzschnappschuss. Eigentlich im richtigen Moment ausgelöst. Richtig belichtet, alles scharf. Dafür hat der Blitz gesorgt. Aber so steril schaut's dann auch aus. Die eigentliche Stimmung, die kann man noch im Hintergrund da so ein bisschen im Dunkeln erahnen. Da ist nichts von übrig geblieben. Hier war der Blitz schon dezenter. Ganz drumherum gekommen ist man nicht in der Hektik dieser Pressekonferenz. Trotzdem hat der ehemalige Intendant des Saarländischen Rundfunks, Fritz Raff, hier rote Kaninchenaugen und eine relativ merkwürdige Gesichtsfarbe bekommen. Das hat er nicht verdient. Es gibt etliche Tricks, die roten Augen zu vermeiden. Durch besonderes Blitzen, durch Manipulation in der Kamera oder später in der Bildbearbeitung, dass man einfach wieder blaue Augen reinretuschiert. Die Hautfarbe lässt sich auch korrigieren. Der kalte Blitzeffekt bleibt trotzdem, und wenn Fritz Raff seine Brille normal aufgesetzt hätte, wäre dieses Foto ohnehin misslungen. Also Blitz ist nicht immer wirklich die Lösung. Im Studio hat man mit Blitzgeräten ganz andere Möglichkeiten. Mit mehreren abgesetzten Blitzgeräten, die also nicht frontal aus der Richtung der Kamera leuchten, womit schon mal die ganzen Effekte wie rote Augen und flache Beleuchtung entfallen, kann man wesentlich bessere Aufnahmen erreichen. Die Anlagen, die dazugehören, sind allerdings meistens noch wesentlich unhandlicher als diese hier zu sehende spezielle Lösung mit Olympus-Systemblitzgeräten und California Sunbounce-Reflektoren, die eigentlich eher unbekannt sind. Auf einer Pressekonferenz hat sowas aber trotzdem nichts verloren oder auch auf anderen Veranstaltungen, wo nicht nur ein Model alleine im Studio steht, sondern auch Leute anwesend sind. Denn sonst brauchen die Anwesenden nach Ende der Pressekonferenz und des Blitzgewitters einen Blindenhund, um wieder aus dem Raum zu finden. Na, hier wäre jetzt aber ein Blitz wirklich sinnvoll gewesen, oder? Die Fenster und Lampen im Hintergrund sind viel zu hell und im Gegenlicht ist die Aufnahme dadurch total misslungen, man sieht ja überhaupt nichts. Naja gut, mit Bildbearbeitung ist schon noch etwas zu machen, aber die Aufnahme ist doch trotzdem hier für einen Eimer, oder? Oh, wie ist das denn jetzt gegangen? Naja, dieses Bild ist nicht als JPEG aufgenommen worden, sondern im RAW-Format. Das heißt, es ist zwar eine kleine Taschenkamera mit Automatikbetrieb gewesen, deswegen war die ursprüngliche Belichtung völlig daneben. Aber wenn man das Bild im RAW-Format hat, kann man nachträglich Belichtung und Weißabgleich innerhalb gewisser Grenzen doch nochmal neu einstellen. Hier ist es mit dem RAW-Konverter von Photoshop gemacht worden und eigentlich ist es jetzt doch durchaus verwendbar, falls man nicht die Möglichkeit hat, natürlich nochmal ordentlich aufzunehmen. Und da geht noch mehr. Jetzt ist aus dem nahenden Weltuntergang mit dem Sylt-GPX-RAW-Konverter ein sonnendurchfluteter Tag geworden. Natürlich ist das immer noch kein fotografisches Kunstwerk, sondern ein ungeplanter Schnappschuss. Aber weil man ein unwiederbringliches Bild gemacht hätte, dann wäre es zumindest auf die Art gerettet worden und das völlig ohne Blitz. Jetzt aber meine ganz einfache Aufgabe. Eine weiße und eine schwarze Espresso-Tasse im schönen Studio. Das kann ja wohl auch die billigste Automatik richtig hinkriegen. Oder etwa nicht? Tja, anscheinend nicht. Was ist denn hier jetzt passiert? Naja, die weiße Tasse ist auf einmal grau und die schwarze ist völlig unterbelichtet. Und das nur, weil die graue Pappe, die wir vorher benutzt haben, gerade nicht da war und wir einfach ein weißes Blatt genommen haben. Die Automatik kann das nämlich nicht einordnen. Die will ein Durchschnittsbild mit Grauwerten von etwa 18% machen. Und wenn das Bild zu hell ist, dann macht es dunkler und es ist ja abgesoffen. Deswegen ist jetzt das weiße Blatt genauso wie die Tasse grau geworden.
Ja, da wird sich jetzt mancher denken, na prima, dann nehme ich einen schwarzen Karton als Hintergrund oder hier ein schwarzes Tuch. Das ist sowieso besser, dann habe ich keine Schatten mehr und alles ist gut. Nee, ist es nicht. Nun verglüht die weiße Tasse förmlich, die schwarze ist überhaupt nicht mehr schwarz und auf dem schon wieder ergrauten Tuch sieht man jetzt auch noch jeden Fussel. Hier ist eigentlich richtig belichtet, aber das Foto ist, gelinde gesagt, doch eher blöde, ohne Pep. Und mit sicher schön, aber hier vollkommen fehl am Platz und unscharfen Palmen im Hintergrund. Also, das kann man so nicht brauchen. Absichtliche Überbelichtung, Heike, lässt das Bild dagegen wie ein Gemälde wirken und die störenden Palmen sind nun auch verschwunden. In diesem Bild war dagegen der Sonnenuntergang das Wichtige, auch wenn die Sonne gar nicht zu sehen ist auf dem Bild und deswegen Loki gewollte Unterbelichtung angebracht. Denn was hier jetzt im Vordergrund für eine Unordnung auf der Wiese rumgelegen ist, das wollen wir gar nicht sehen. Kleine Kameras und Handys, die knipsen alles von vorn bis hinten scharf. Prima, ne? Muss man gar nichts machen. Na, ist nicht immer gut. Das wirkt nämlich meistens ziemlich langweilig. Und manchmal ist genau das Gegenteil der Fall. Also in diesem Bild. Da schaut das jetzt so aus, als ob der Herr vielleicht doch mal eine neue Unterhose hätte anziehen sollen. Mit einer großen Kamera hat man da mehr Möglichkeiten und kann genau bestimmen, was wichtig ist im Bild und was nicht. Die offene Blende bringt nicht nur eine höhere Empfindlichkeit, sondern sie trennt auch das Motiv vom Hintergrund. Da haben wir was gelernt. Offene Blende ist die optimale Lösung. Nee, so einfach ist es natürlich nicht. Es ist auch manchmal wieder völlig anders. Hier will jemand mal ganz schnell, bevor er erwischt wird, einen geheimen Raketenbauplan fotografieren. Tja, und dann ist gerade mal eine Zeile lesbar. Das ist natürlich absoluter Mist. Naja, im Nahbereich ist die Schärfentiefe sehr gering. Und wenn man die Blende aufmacht, wird die Schärfentiefe noch geringer. Und dann sieht man eben, dass man nur noch gerade in einer ganz bestimmten Entfernung scharf kriegt. Das ist in dem Fall nicht das Richtige. Das ist jetzt schon eine deutlich kleinere Blende, aber das Problem ist nicht wirklich gelöst. Statt einer Zeile sind jetzt gerade mal drei lesbar. Na, hier wird es jetzt langsam, aber Blende 11, das heißt schon, dass die Sache ziemlich unempfindlich ist, dass man schon sehr viel Licht braucht und es ist immer noch nicht alles scharf. Das ist jetzt Blende 22, das ist bei den meisten Objektiven das Maximum, was man machen kann an Zudrehen. Jetzt ist es auch vorn und hinten scharf, in der Mitte ist es allerdings weniger scharf als zuvor, das liegt in der Natur der Sache. Die Objektive haben bei der kleinsten Blende genauso wenig die besten Eigenschaften wie bei der größten. Zudem ist die Belichtungszeit noch länger geworden und ganz ehrlich, ohne Stativ hätte das hier nicht funktioniert. Also wenn man in den Spionagefilmen sieht, wie der Spion mal soeben die Kamera rauszückt und kurz abknallt und wieder einsteckt, so geht das nicht. Naja, was ist denn dann die richtige Belichtungszeit, damit es nicht verwackelt? Weil das weiß jeder, wenn es verwackelt ist, kann man das Bild nicht mehr gebrauchen. Damit es bestimmt scharf ist, haben wir hier eine ganz kurze Belichtungszeit eingestellt. Das wäre sogar für Sportaufnahmen geeignet. Das Problem ist nur, jetzt schaut das Wasser eigentlich eingefroren aus. Das schaut aus wie ein Blitzfoto. Ist auch ein ähnlicher Effekt. Die Belichtungszeit ist so kurz wie beim Blitz. Okay, also Wasser muss man länger belichten, damit man sieht, dass es Wasser ist. Hier allerdings haben wir ein bisschen übertrieben. Das ist jetzt eine Viertelsekunde. Das schaut jetzt eigentlich eher aus wie Blei. Und ohne Stativ wäre es außerdem verwackelt. Das Licht, bei dem man fotografiert hat, einen sehr großen Einfluss. Mit den Augen fällt einem das nicht auf, mit der Kamera. Schaut man manchmal ganz dumm aus der Wäsche. Ja, so sah das früher aus, wenn man den falschen Film eingelegt hatte und heute, wenn man Weißabgleich falsch gemacht hat. Hier war die Kamera schon an
bevor man das Gebäude verlassen hat und ist auf das Licht innen drinnen eingestellt. Drinnen schaut's gut aus und draußen haben wir blaue Stunde. Ja, so schaut das jetzt richtig aus. In dem Fall haben wir übrigens das Foto nicht nochmal gemacht, sondern weil es eine RAW-Aufnahme war, den Weißabgleich nachträglich korrigiert. Ist natürlich auch ein großer Vorteil, wenn man das bei der Aufnahme auf dem Kameradisplay nicht gemerkt hat, dass es daneben gegangen ist. Manche Lichtstimmungen, wie zum Beispiel den klassischen Sonnenuntergang, will man allerdings nicht wegkorrigiert haben. Da muss dann der Weißabgleich auf Tageslicht eingestellt sein, auch wenn das hier kein Tageslicht ist. Nehme ich das mit einer Automatik auf, dann ist der Sonnenuntergang weg. Das ist jetzt das Gegenstück zum Sonnenuntergang. Das ist die blaue Stunde, wenn die Sonne untergegangen ist. Und auch das will man nicht korrigiert haben. Nein, das Schaf muss nicht gewaschen werden, auch nicht mit Perwoll. Das ist auch wieder ein Problem der Farbeinstellung. Da hat die Kamera nämlich die grüne Wiese für einen Farbstich gehalten und hatte das wegkorrigiert und damit ist das weiße Schaf rosa geworden. Nachbearbeitung mit Photoshop oder anderen Bildbearbeitungen ist aber bitte nicht dazu da, Bilder zu verfälschen, aber Fehleinstellungen darf man im RAW-Konverter korrigieren. Hier ein anderes Problem. Die meisten denken jetzt vielleicht, das ist nicht scharf. Das ist gar nicht der Fall. Das Bild ist scharf, nur der Kontrast ist schlecht. Das ist total versuppt. Das ist ja einfach durch das Wetter bedingt und dadurch, dass es eine Teleaufnahme war. Hier wurde der Kontrast erhöht, in dem Fall mit einer Automatik eines Bildbearbeitungsprogramms. Das war jetzt keine Automatik, sondern es wurde schlichtweg das Dunkelste im Bild auf Schwarz eingestellt und das Hellste auf Weiß. Das schaut zwar toll aus, aber naja, es ist eigentlich schon zu viel. Also die Wahrheit liegt dazwischen. Da hat man jetzt so eine teure Kamera mit Unterwassergehäuse und das schaut trotzdem längst nicht so gut aus wie im Aquarium. Warum? Das Wasser war so dreckig? Nein, das war es nicht. Das Wasser war eigentlich sehr klar. Trotzdem verändert sich unter Wasser die Farbe und der Kontrast ließ auch zu wünschen übrig. Hier schaut das Ganze schon deutlich besser aus. Eine tolle Kamera ersetzt noch lange nicht den richtigen Blick und den richtigen Blickwinkel. Naja, klar, ein Baum, was denn sonst? Tja, das nennt man den Wald vor lauter Bäumen nicht gesehen. Faule Fotografen drehen am Zoom, statt sich selber zu bewegen. Das allerdings ist nicht der Sinn der Sache. Der Ausschnitt verändert sich zwar so schon, aber der Inhalt ist immer noch derselbe und eigentlich ist sogar weniger auf dem Bild als vorher. Okay, schön rangeholt ist das schon, aber irgendwie das klassische Telefoto. Doch die Brennweite kann die Wirkung des Bilds sehr verändern. Voraussetzung ist allerdings, dass der Fotograf das Zoom nicht nur benutzt, um sich selber nicht bewegen zu müssen. Hier schaut dieser Tunnel eigentlich relativ harmlos aus. Der Tunnel ist jetzt immer noch genauso groß, aber die Kirche ist ja plötzlich ganz weit weg. Der Tunnel wirkt jetzt viel größer, obwohl er ja eigentlich sogar etwas kleiner geworden ist auf dem Bild. Dafür ist die Kirche nun völlig zusammengeschrumpft. Na und hier schaut jetzt der Weg durch den Tunnel eigentlich deutlich länger aus, als vorher selbst der Weg bis zur Kirche gewesen wäre, die hier nun gar nicht mehr zu sehen ist. Ein Stillleben mit Baum. Stillleben jetzt ohne Baum. Fliegt hier gleich alles in die Luft? Superweitwinkel und hast recht, Fischei sollte man schon sehr gut gerade halten, wenn das Ergebnis nicht äußerst merkwürdig aussehen soll. Wenn man da nicht aufpasst, dann gibt es sogar die relativistische Raumkrümmung mit Rissen im Raumzeitkontinuum oder so ähnlich. Nehmen wir hier mal diesen
Ganz harmlose Kreuzung, ein kleiner Eckladen einer ganz normalen Straßenkreuzung mit einem Teleobjektiv aufgenommen. Man sieht, nach links geht eine Straße, nach rechts geht eine Straße, der Laden ist so im 45-Grad-Winkel dazwischen. Naja, schön, aber langweilig. Da das ein Komikladen ist, nehmen wir halt den jetzt auch mal etwas komischer auf. Jetzt schaut er aus wie aus Schlumpfhausen oder von Popeye. Naja, das gefällt uns jetzt doch nicht so sehr, die krummen Wände. Vor allen Dingen hat sich der Besitzer von dem Laden beschwert, so will er nicht abgebildet werden. Also machen wir das Ganze wieder gerade, ist ja kein Problem. Aber jetzt ist irgendwas mit der Kreuzung passiert. Das war doch vorhin im rechten Winkel, die zwei Straßen. Jetzt ist auf einmal links eine Straße, rechts eine Straße und der Laden steht völlig alleine dazwischen. Tja, schlimmer geht immer. Gebäuden tut das Weitwinkel oder das Fischei schon nicht so schrecklich gut. Personen, die schauen noch viel schlimmer damit aus, ne? Sowas kennt man aus der Werbung. Normal darf man das nicht ungestraft machen, da kriegten die Leute dicke Nasen und dicke Bäuche. Macht sich nicht wirklich gut. Na naja, gut, man kann das ja auch wieder ein bisschen entzerren, aber das schaut immer noch nicht so wirklich toll aus. Also noch etwas mehr entzerren. Oh, ja, Hilfe, was ist denn jetzt passiert? Jetzt ist der Bauch nicht mehr dick und dafür der Kopf. Okay, also Menschen nimmt man dann wohl am besten mit dem Tele und schön brav von vorne auf. Naja, hier funktioniert das aber gar nicht. Alles sitzt sich gegenseitig total auf der Pelle. Und dann kommt auch noch von hinten diese giftgelbe Lok angerast, die keiner bemerkt hat. Näher dran und von der Seite wirkt es dann doch deutlich besser. Noch näher dran ziehen die Kinder dann allerdings wortwörtlich den Kürzeren. Es kann allerdings auch andersrum sein. Und wenn hier die Kinder die Hauptrolle spielen sollen, dann ist diese Aufnahme gar nicht so schlecht. Mit vereinten Kräften den Zug besteigen. Technisch ist dieses Bild in Ordnung. Hier ist der Blickwinkel aber trotzdem besser. Der rasende Lokalreporter wurde nach diesem Bild nie wieder zu einem Fototermin eingeladen. Das Superweitwinkel verzerrt alles und die Fotografierten schauen außerdem noch sonst wohin oder haben gleich ganz die Augen zu. In der Fotografie ist aber keine Regel ohne Ausnahme. Haben wir eigentlich gerade festgestellt, dass Superweitwinkel überhaupt nicht gut sind, um Personen aufzunehmen. So klappt es hier wunderbar. Auf diese Art wird die ohnehin nicht kleine Runde geradezu riesig, ebenso der Tisch. Und vor allen Dingen sind die Zeitschriften, in die es in dieser Reportage eigentlich ging, neben den Leuten auch sehr gut im Bild zu sehen. Okay, wir haben zwar jetzt schon einige missglückte Absurditäten gesehen, aber manchmal will man auch Fotos abseits des Alltäglichen machen, denn die Kamera sieht unter Umständen doch deutlich mehr als das Auge. Diese Szene wäre für das Auge beispielsweise längst schwarz-weiß gewesen. Und so detailliert könnte man den Vollmond ohne Teleskop auch nicht sehen. Diese Bilder haben schon fast astronomische Qualitäten, sind aber noch mit einer normalen Ausrüstung aufgenommen worden. Zugegeben allerdings mit Stativ, das empfiehlt sich schon. Ja, apropos Astronomie, hier sind Venus und Mond zu sehen und das auch noch in einem Bild. Und das hier ist der große Wagen und die Kurzwellenantenne der Sendestation Wertachtal. Die gibt es leider nicht mehr. Den großen Wagen kann man auch heute noch fotografieren. Ist das jetzt eigentlich ein Winterfoto? Nein, das war mitten im Hochsommer. Allerdings ist das Bild im Infrarotspektrum aufgenommen worden. Das schaut aus wie Endzeitstimmung. Richtig gruselig. Kann aber nicht sein, der Bauer sät ja noch mit seinem Traktor. Ja, Infrarotbilder können sehr dramatisch wirken. Sie zeigen einen sehr klaren Horizont ohne Dunst. Hier sind auf diese Weise sogar noch die Berge zu sehen. Im Vordergrund liegt ein Teil der Wiesen im Sonnenlicht. Da meint man, es hat geschneit, ein anderer Teil liegt im Schatten. Wie man sieht, ist der Kontrast sogar deutlich höher als im normalen Licht. Für Feuerwerk haben viele Kameras fertige Einstellungen, sogenannte Motiveinstellungen. Das ist dann meistens 4 Sekunden oder sowas. Das passt aber überhaupt nicht in jede Situation.
Hier wurde ganz anders aufgenommen. Zugegeben, so nah dran sollte man beim Aufnahmen von Feuerwerk eigentlich nicht sein. Deswegen wurden diese Aufnahmen auch ohne Stativ gemacht, um schnell ausweichen zu können, falls sich die Lage ändert und sich der Wind dreht. Ja, und wer all diese Situationen mal ausprobiert und gemeistert hat und ein bisschen Erfahrung hat, der kriegt dann auch so ein Bild hin. Denn das hier ist eigentlich gar nicht zu retten gewesen. Das ist komplett im Gegenlicht, bei Sonnenuntergang. Das heißt, die Farbe ist völlig verdreht, der Kontrast ist viel zu hoch. Normalerweise hätte man hier jetzt nichts gesehen. Dabei ist das Motiv sehr interessant und es soll natürlich alles erkennbar sein, sowohl die Person als auch das komische Auto im Vordergrund, das offensichtlich mit Alkohol angetrieben wird, denn da, wo der Motor hingehört, ist stattdessen eine Bar eingebaut. Doch mit RAW-Format ist das in den Griff zu kriegen und ein brauchbares Bild draus geworden. Das war jetzt nur ein Ausschnitt dessen, was Wolfs kleine Fotoschule zeigt und ihnen beibringen kann. Denn ja, auch sie können so fotografieren. Nur zu.